Es geht nun um Leistung in Wechselstromsystemen und zwar vor allen Dingen reell betrachtet. Das mit dem Komplexen haben wir ja schon gemacht. Das System ist denkbar einfach. Wir haben eine Impedanz Z. Es ist auch wichtig, dass es eine Impedanz ist und nicht einfach nur ein Widerstand, eine Speisespannung U, ein Strom I, der da durchgeht mit der Stärke. So, dann haben wir natürlich wieder die Situation, dass wir irgendwo, ich lege ihn jetzt mal hier hin, so einen Spannungszeiger haben, U, und Stromzeiger, ich mache es induktiv, hier I, dazwischen eine Phase Phi. So, dann können wir verschiedene Dinge angeben, nämlich zum Beispiel die Wirkleistung. Die ist bekanntermaßen und hergeleitet P gleich das, die Spannung, die man misst, den Strom, den man misst, mal dem Leistungsfaktor, Cosinus Phi. Dann natürlich die Scheinleistung. Und ich mache es jetzt auch mal wieder mit den Betragsstrichen, damit es in meine Nomenklatur passt. Einfach die beiden Effektivwerte von Spannung und Strom miteinander multipliziert. Und bekanntermaßen die Blindleistung noch. Das ist Q, ist die Spannungen, die Effektivwerte derer mal Sinus dieses Winkels Phi. Nun gut, was liegt vor, was sind die Einheiten, was sind die Begrifflichkeiten? Zunächst fasse ich hier nochmal zusammen, dass es sich hier um den Leistungsfaktor handelt. Und dann ist das hier die Wirkleistung, da steckt es drin, das ist das, was tatsächlich Arbeit verrichtet. Das macht warm, das dreht den Motor, was auch immer. Und damit ist es sinnvoll, das ganze Ding in Watt anzugeben. Und das hier ist eine Leistung, die scheint durch die Leitungen übertragen zu werden. Deswegen heißt sie auch Scheinleistung und die wird in der Regel angegeben in Volt Ampere, also Volt Ampere, wenn man es ausschreiben möchte. Und das hier ist ein Maß für die in einer Halbwelle zwischengespeicherte oder gespeicherte Energie. Ist natürlich keine Energie, weil es eine Leistung ist, aber es ist eben ein Maß dafür. So, und die wird angegeben in VAR oder Volt, Ampere, Reactive oder Reaktiv. Man kann sich die ganze Geschichte jetzt auch in einem Koordinatensystem vorstellen. So, da machen wir hier mal wieder auf so eine Achse hin. Hier haben wir P. Und hier haben wir meinetwegen J, Q, na, nehmen wir mal Q, einfach nur ohne das J. So, und dann wäre eine reine, ein Widerstand würde zu einer reinen Wirkleistung führen, das wäre rein resistiv. Nach oben hin würden wir jetzt hier auf der Achse eine reine Induktivität vorfinden, wenn wir nur Wirkleistung, Blindleistung haben und keine Wirkleistung. Und nach unten hin, wenn wir nur Blindleistung haben und keine Wirkleistung, eine Kapazität. Nun, damit ist dieser Bereich hier kapazitiv und dieser Bereich hier ist induktiv. Wir haben hier das Phi nach oben gehend, größer 0. Hier das Phi nach unten gehend, kleiner 0. Das Problem hierbei ist, dass Cosinus Phi immer größer 0 ist, solange Phi im Bereich von 90 Grad, minus 90 Grad bis 90 Grad ist. Also muss man bei Cosinus Phi immer dazu sagen, ob es kapazitiv oder induktiv ist. Denn ansonsten kann man nicht unterscheiden, auf welcher Seite man jetzt eigentlich ist. So, relativ selbstredend, das hier sind die Verbraucher. An der Stelle hier könnten wir noch die Erzeuger nennen. Ja, und das war es, was ich dazu noch beitragen wollte.